Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Durchbruch im Tarifkonflikt bei der Bahn. Der Konzern und die Eisenbahngewerkschaft EVG haben sich geeinigt. Laut EVG gibt es insgesamt 6,1% mehr Geld in 2 Stufen. Details sollen am Vormittag bekannt gegeben werden. Keine Einigung gibt es dagegen bislang mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Neuer Stabschef im Weißen Haus, US-Präsident Trump, hat Mick Mulvaney nominiert, seinen bisherigen Haushaltsdirektor. Mulvaney wird Nachfolger von John Kelly, der sich zum Jahresende zurückzieht. Klimakonferenz in Katowice geht in die Verlängerung. Noch konnten sich die knapp 200 Teilnehmerländer nicht auf eine Abschlusserklärung einigen. Eine für den frühen Morgen geplante Sitzung wurde deshalb verschoben. Ursprünglich hatte die Klimakonferenz schon gestern enden sollen. Straßenbahnunfall in Lissabon. Nach Angaben der Rettungskräfte wurden dabei gestern Abend 28 Menschen verletzt. Helfer befreiten mindestens 10 Personen aus den zerstörten Holzwagen. Warum der historische Zug entgleiste, ist noch unklar. Wolfsburg mit Auswärtssieg in der Fußball-Bundesliga. Das Team von Trainer Labbadia gewann am Abend mit 2:0 in Nürnberg. Die Treffer erzielten Ginczek und Brekalo. Nürnberg rutscht damit in die Abstiegszone. Und das Wetter im Norden und Osten meist bedeckt, nach Westen und Südwesten hin zunehmend freundlich, Höchstwerte -6 bis +3 Grad.